5 Jahren, 4 Jahren, ich weiß nicht mehr, hat er für uns für Donaueschingen geschrieben. Und da habe ich ihn dann kennengelernt und ich fand das Stück super, aber besonders beeindruckt hat mich ein Teil mit Minimoog und Bassklarinette. So dass ich eigentlich dachte, ich möchte ein Stück für Geige und Minimoog haben. Also es ging ihm wirklich darum, Wege zu suchen, wo können eigentlich diese beiden Instrumente, wie können die trotz ihrer völlig unterschiedlichen Herkunft, wie können die zusammenfinden? Ja, es ist plötzlich ein Tasteninstrument, was aber eigentlich auch nur noch monophon spielt. Also plötzlich keine, also du kannst nicht zwei Stimmen gleichzeitig spielen. Du kannst nur Intervalle ergänzen, aber es ist eigentlich ist es viel ähnlicher zu einem Streichinstrument als jegliches Tasteninstrument. Und das kann Vibrato spielen. Und ja, der kann eben, wie gesagt, Klangfarben ändern, ein Ton kann liegen bleiben. Also ich meine, bei einem Flügel drückst du die Taste und der Ton verklingt. Und plötzlich, ja, kannst du dein Sustain einstellen und der Ton bleibt ewig liegen und so. Also es ist, eigentlich sind die wahnsinnig ähnlich. Der Anfang ist zum Beispiel, dass wir eben uns so mit einem Ton eigentlich nur hin und her geben und mit den Klangfarben spielen und dann kommen noch so leichte Reibungen dazu und es entwickelt sich so ein bisschen weiter und dann ist auch schon der erste Improvisationsteil, der quasi wieder mit diesen Reibungen und mit den Farben spielt und ein bisschen, dann einfach ein bisschen weitergeht. Und dadurch ist der so in diese Komposition eingebunden, dass es eigentlich ja, nicht unbedingt klar ist, dass jetzt wirklich Improvisation kommt. Aber es war besonders schön an dem Probenprozess, weil Leiwin hatte dann diese Improvisation aufgenommen und meinte dann, ja, also macht mal wieder sowas wie, und hat uns das vorgespielt und dann steht Uli vor diesen vielen Knöpfen und versucht, diese Einstellung wieder zu finden, kann sich so ungefähr vorstellen, was er da gemacht hat, aber also manches haben wir einfach nicht mehr gefunden. Ich finde in der zeitgenössischen Musik einen wahnsinnig spannenden Faktor, einfach überhaupt die Farbskala zu erweitern, also in der Klassik fängt man an mit Vibrato und sucht und ein bisschen mehr Taste, ein bisschen mehr Bogengeschwindigkeit, was auch immer. Aber in der neuen Musik wird es einfach viel mehr ausgereizt. Also es gibt diese klassische Form von Schönheit, gibt es eigentlich nicht mehr, sondern es ist mehr so ein Suchen nach, wo kann eigentlich der Klang überhaupt noch hingehen.